Hallo, leider gibt es im Internet sehr viele Falschinformationen darüber, wie man so ein Samurai-Schwert bzw. Katana richtig pflegt. Aus diesem Grund habe ich dieses kleine Video gemacht. Wir kommen erstmal zu einem bekannten eigentlich Pflegeset. In diesem Pflegeset sind einige Sachen drin. Da haben wir unter anderem das Öl, dann haben wir diesen Kalkumbeutel, ein kleines Baumwolltuch. Bei diesem Pflegeset ist auch noch so ein dünnes Holzplättchen dabei. Damit kann man bei dem Samurai-Schwert, wenn es nicht fest drinnen sitzt, in der Saya ein Stückchen abschneiden davon und das dann reinkleben. Dann sitzt es deutlich fester. Und dann nochmal so ein Poliertuch. Vor kurzem sah ich ein Video, da hat ein Händler über diesen Hammer ein Video gemacht. Fast 15 Minuten ging. Meine Information zu dem Hammer dauert ungefähr 2 Sekunden. Der ist Schrott. Warum ist dieser Hammer Schrott? Hier oben aus diesem Hammer kann man diesen Schlägel herausholen und hier fängt das Problem an. Ein Holzdübel, Bambusstift, der in der Zucker im Griff des Samurai-Schwerts drin ist, hat einen viel größeren Durchmesser als diesen. Als Beispiel, was ich sehr empfehle, man nimmt eine Schraube und diese Schraube sollte genau den Durchmesser des Stiftes im Griff haben, um ihn herauszubekommen. Und man nimmt dafür auch nicht dann diesen Hammer, sondern man nimmt dafür einen richtigen Hammer. So, dann geht's weiter. Das Kalkum für die Klinge, vielleicht schon in irgendwelchen Videos gesehen, klopf, 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 klopf auf die Klinge rauf, dann ist da dieses Kalkum drauf und anschließend polieren, nicht machen. Definitiv nicht machen. Das einzige Vernünftige leider an diesem Pflegeset ist das Öl und das Baumwolltuch. Alles andere kann man leider getrost vergessen. Ganz wichtig ist auch der Respekt vor so einem Samurai-Schwert. Nicht einfach in der Hand nehmen und ankrabbeln, das ist ein richtiges No-Go. Handschuhe müssen sein, wenn man meint, man müsste die Klinge anfassen. Wenn Sie die Pflege durchführen können, ohne die Klinge dabei zu berühren, brauchen Sie auch keine Handschuhe. In Japan ist es üblich, da nimmt derjenige, der das Samurai-Schwert betrachtet, ein Baumwolltuch zwischen seine Lippen, damit er beim Sprechen oder Atmen nicht Feuchtigkeit ausstößt, die auf der Klinge landet, denn dann kann dort natürlich wiederum Rost entstehen. Und genau davor schützen auch diese Handschuhe, dass denn, wenn man die Klinge doch anfassen sollte, dass da kein Rost entsteht. So, dann geht's weiter. Viele sagen Gannex vom Ballistol. Meine persönliche Meinung ist, für Schaukampfschwerter, Ritterschwerter ist Gannex sehr, sehr gut. Aber für so ein japanisches Katana, bitte beachten, aber hergestellt in China, ist es einfach zu dünn. Die Flüssigkeit ist zu dünn. Dieses Japanol aus dem Schwertshop hat eine dickere Konsistenz und das hier hat eine sehr dünne Konsistenz. Das heißt, wenn man es auf die Klinge raufträgt, fließt es praktisch wieder runter, weil die so hochwertig poliert sind. Also leider auch nicht nehmen. Wieso habe ich hier das Ballistol-Werkzeug oder Mehrzweckfett zu stehen? Wenn Sie das Schwert länger nicht pflegen können, Sie sind im Urlaub oder haben keine Zeit, weiß der Geier. Mit diesem Werkzeugfett können Sie die Klinge langfristig schützen. Mit Öl ist es ein kurzfristiger Schutz. Was meine ich damit? Wenn Sie die Klinge mit Öl schützen, ist das gut, wenn Sie es dann alle 2 Wochen wieder runternehmen und neues Öl auftragen. Ansonsten neigt dieses Öl dazu, oder auch Öl im Allgemeinen, zu verharzen. Das heißt, wenn Sie es ölen und Sie vergessen es,
Denn nach 3, 4, 5, 6 Wochen ist das Öl auf der Klinge verharzt und Sie kriegen es nicht mehr runter von der Klinge. Das ist praktisch schlimmer wie Flugrost. Ne? Und darum gibt es dann dieses Mehrzweckfett. Dann können Sie es einmal auftragen. Ist kein schöner Anblick, aber der Schutz ist sehr gut. So. Um weiterreden zu können, stecke ich mir jetzt kein Stück Stoff zwischen die Lippen, aber sollte man tun. Man verneigt sich auch noch davor, bevor man es öffnet, mache ich auch nicht, aber ihr sollt ja die Kirche im Dorf lassen. Ich nehme jetzt das Samurai-Schwert. Als Rechtshänder muss ich so nehmen. Ich öffne jetzt die Saya. Lege die Saya zur Seite, damit der nichts passiert. Und habe jetzt dieses Samurai-Schwert vor mir zu liegen. Als erstes entfernen wir altes Öl. Dazu einfach einen trockenen Baumwolllappen, ehemaliges Unterhemd. Hauptsache reine Baumwolle ist ganz wichtig. So. Und jetzt nehme ich von diesem Baumwolltuch ein kleines Zipfelchen. Nimm das Japanol, das tatsächlich direkt aus Japan eingekauft wird und denn hervorragende Eigenschaften hat, um so ein Katana auch wirklich richtig zu schützen. Klingenrücken nicht vergessen. Und das war schon das ganze Geheimnis. Jetzt kommt das Schwert wieder in die Saya, wird weggestellt und jetzt ist es für 14 Tage circa geschützt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche alles Gute. Ihr Silvio Overlach.